Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Schön, dass ihr auch diesmal mit dabei seid. In diesem Video sprechen wir über den Lesemonat Juni. Ich habe 6 Bücher im Juni gelesen und ich möchte gerne mit euch drüber sprechen. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Der Lesemonat Juni hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe eine richtig gute Mischung aus so Fantasy-Büchern, Krimis, aber auch einem Roman irgendwie gefunden. Und das war eine sehr, sehr coole Erfahrung einfach. Tatsächlich habe ich mich die Hälfte der Zeit ungefähr an meine Leseliste gehalten und die andere Hälfte der Zeit halt einfach gar nicht. Deswegen ja, wird es ein bisschen durcheinander vielleicht, aber war auf jeden Fall beim Lesen ziemlich cool. Und wir legen direkt sofort los. Und zwar das erste Buch, das ich gelesen habe in dem Monat, beziehungsweise habe ich das fertig gelesen. Ich habe schon im Mai damit angefangen, das zu lesen, ist Nele Neuhaus Muttertag. Das ist ein Krimi. Ich finde aber, man kann das auch schon halb so als Thriller werten, weil das schon sehr perfide Dinge drin vorkommen, finde ich. Das war jetzt auf gar keiner Leseliste. Ich hatte aber davor ja das Buch Im Wald von Nele Neuhaus beendet und das hat mir auch sehr gut gefallen. Deswegen hatte ich einfach Lust, direkt in dieser Reihe weiterzumachen. Es sind ja jetzt nur noch 2 Bände nach Muttertag. Dann ist die Reihe um die Protagonisten Oliver Bodenstein und Pia Kirchhoff dann zu Ende. Deswegen habe ich einfach weitergemacht, auch wenn das jetzt meine Leseliste überhaupt nicht vorgesehen hat. Ja, in diesem Krimi geht es halt wie gesagt wieder um Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff als Ermittlerteam und natürlich auch ihre ganzen Kollegen drumherum. Und die bekommen einen neuen Fall, weil in einem Wohnhaus eine Leiche gefunden wird. Und erstmal geht man davon aus, dass die Person halt ja, gestorben ist. Und man wundert sich nur, warum der so lange nicht gefunden wurde. Und dann wird halt später bemerkt, dass der Hund, also sein Hund, sich im Hundezwinger befindet. Und als sie dann den Hund, der dann auch schon länger dort eben drin ist, retten wollen, bemerken sie, dass unter dem Hundezwinger irgendwie was vergraben ist. Und als sie das dann ja, ausgraben bzw. den Beton heben, sehen sie, dass da relativ viele Leichen unter diesem Hundezwinger vergraben sind. Und dann geht natürlich eine riesengroße Ermittlung los, denn die erste Hypothese ist natürlich, dass derjenige, der tot in seinem Haus gefunden wurde, auch der Mörder ist, der eben diese Leichen auf seinem Grundstück dann quasi verscharrt hat. Und es geht eine riesengroße Geschichte los, denn derjenige, der verstorben ist, war halt der, oder war quasi Teil einer Pflegefamilie, also das, er war Teil des Elternpaares, das sehr viele Kinder aus dem Heim aufgenommen hat und als Pflegekinder quasi bei sich zu Hause hatte. Und all diese riesengroße Schar an Kindern sozusagen gerät dann in die Ermittlungen und ja, dann haben sie ganz viele Verdächtige, die sie befragen müssen. Und es geht halt wirklich darum, rauszukriegen, was da eigentlich passiert ist. Und irgendwann kommt dann eben auch dieser Moment, wo sie feststellen, dass vermutlich nicht derjenige, der jetzt der Tote war, der Mörder ist, sondern jemand anders und dass das Ganze noch nicht vorbei ist. Und Tatsache wurden diese Morde fast alle oder die Menschen, die die finden, wurden fast alle rund um den Muttertag als vermisst gemeldet. Und deswegen wird es dann irgendwann klar, okay, bald ist schon wieder Muttertag, also müssen wir schauen, dass wir verhindern, dass noch jemand diesem Ganzen zum Opfer fällt. Ich fand das teilweise sehr krass, wie diese Leichen eben zugerichtet wurden, wie die eben zu Tode gekommen sind. Ich fand auch die Einblicke in den Täter teilweise sehr, also für einen Krimi schon doll. Und deswegen ist für mich fast ein Thriller. Am Anfang kriegt man im Prolog so ein bisschen mit, wer es sein könnte und wer nicht. Und trotzdem hatte Nele Neuhaus mich teilweise wieder auf falscher Fährte. Das schafft sie irgendwie immer wieder, dass ich dann zum Schluss erst weiß, wer es war. In diesem Fall war es auch so, ich hatte Vermutungen. Eine davon ist auch wahr geworden, aber halt nur eine davon. Alle anderen waren trotzdem Mumpitz. Und es ist in diesem Buch tatsächlich so, dass ein total großer Ruck durch das Team geht, weil dort eben viele der anderen Menschen um Pia und Oliver drumherum quasi auch irgendwie ein bisschen ja, selber was durchmachen und sich deswegen die ganze Dynamik in diesem Ermittlerteam etwas ändert. Und das fand ich an diesem Buch auch sehr, sehr spannend, dass man halt eben wieder ja, auch drumherum viel hatte, was passiert ist und man auch mitgekriegt hat, wie die sich weiterentwickeln, die Protagonisten. Und das hat mir wieder mal sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich mag einfach diese Reihe von Nele Neuhaus sehr, sehr gerne. Ich glaube, da scheiden sich die Geister. Es gibt welche, die lieben sie, es gibt welche, denen
passt das irgendwie nicht so, das gefällt nicht jedem, aber ich bin eine große, ja, ich liebe sie einfach, sag ich mal, ich lese sie sehr gerne. Das ist für mich immer solide, ich weiß, das wird mir irgendwie gefallen. Ich habe noch keine große Enttäuschung erlebt, außer ein Buch in der Reihe, das mir nicht so gut gefallen hat, aber es war trotzdem kein schlechtes Buch. Und deswegen, das ist irgendwie eine solide Bank für mich und deswegen gab es auch in diesem Fall von mir wieder 5 Sterne, denn dieses Buch ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, der Fall ist sehr gut, die Entwicklung der Protagonisten ist spannend, alles in allem habe ich es wieder verschlungen. Das nächste Buch, das ich euch zeige, ist auch überhaupt nicht auf einer Leseliste vorgekommen. Und zwar habe ich mir im Buchhandel ein Buch gekauft, The Serpent and the Wings of Night von Carissa Broadbent. Und dieses Buch habe ich schon ein bisschen länger drum rumgeschlichen, weil viele bei BookTube es auch schon mal in die Kamera gehalten haben. Mir ist es halt schon öfter mal untergekommen und ich wusste aber nicht, ob ich es lesen soll, denn es geht hier um Vampire und Vampire sind absolut nicht meine liebsten Charaktere in Geschichten. Also das ist irgendwie so ein bisschen wenig mein Fall. So seit Twilight kann ich das irgendwie alles nicht so ernst nehmen, obwohl ich diese Reihe selber nie gelesen habe. Aber die Filme fand ich, ja, waren einfach nicht mein Fall. Und deswegen habe ich irgendwie so ein bisschen Mini-Abneigung gegen das Thema. Ist aber ja auch Quatsch. Ich habe ja selber noch kaum was dazu gelesen. Und dann habe ich mich mit einer sehr netten Person zu einem Buddy-Read verabredet. Und dann haben wir mal geschaut, so was hat jeder so in seinem Sub noch, was könnten wir zusammen lesen. Und dann habe ich bei ihr dieses Buch entdeckt und habe ich mir gedacht, so jetzt ist es der Moment, jetzt kaufe ich das und jetzt lesen wir das. Und wir haben das wirklich zusammen im Buddy-Read gelesen. Das heißt, wir haben uns Abschnitte gemacht und haben die dann zusammen durchgelesen, uns danach darüber unterhalten und dann halt weitergelesen in unserem Tempo, so wie wir Lust dazu hatten. Das war super entspannt, das war richtig schön, sich über das Buch auszutauschen. Und so konnte ich auch sehr gut mich mal an eine Vampirgeschichte annähern. Worum geht es jetzt eigentlich? Es geht darum, dass wir hier eine Protagonistin namens Oriah haben. Ich musste mal kurz nachschauen. Oriah ist ein Mensch und sie wird eines Tages wird quasi ihr Dorf überfallen von Vampiren und sie wird dann gerettet von einem der Anführer des Gegenclans der Vampire, die das Dorf überfallen haben. Und sie wird dann mitgenommen von diesem sehr mächtigen Vampir, der auch quasi der König oder der Anführer von der anderen Vampirgruppe ist und wird quasi dann von ihm aufgezogen als seine Tochter. Und natürlich ist es trotzdem für sie schwierig, in einer Welt von Vampiren als Mensch zu leben, weil sie natürlich eher Beute als respektiertes Mitglied der Gruppe ist. Und deswegen möchte sie an einem Wettbewerb teilnehmen, der quasi am Ende ihr einen Wunsch erfüllen kann. Ich muss einmal schauen, wie das heißt. Kejari, genau. Es gibt ein Turnier, das wird halt zu Ehren der Göttin der Vampire durchgeführt und wenn man gewinnt, dann bekommt man von der Göttin einen Wunsch erfüllt und dann möchte sie sich halt wünschen, genauso mächtig zu sein, beziehungsweise die Macht zu haben, aus ihrer menschlichen Gestalt quasi herauszukommen und eben dann nicht mehr in Angst leben zu müssen und selber auch mächtig und als Vampirin zu leben. So, jetzt geht dieses Kejari eben los und das sind halt mehrere Prüfungen, die nacheinander stattfinden und sie muss dann halt abgeschnitten von dem Rest der Welt quasi in einer Art Palast erstmal wohnen und diese Prüfungen halt bestehen und da trifft sie natürlich auf andere Vampire, die auch aus anderen Gründen natürlich an dem Turnier teilnehmen und sie kommt dann so ein bisschen einem bestimmten Vampir und auch einer weiteren Vampirin so ein bisschen näher. Die beiden nehmen sie auf in ihre Gruppe und sie wird dann eben, ja, mit denen zusammen bestreitet sie die Prüfung. Und es gibt halt sehr, sehr viele Hintergründe, die ich euch jetzt nicht spoilern will, die das Ganze dann sehr dynamisch machen. Und wir beobachten dann quasi, wie es mit den Prüfungen läuft, was sie für Beziehungen in diesem Palast aufbaut und wie sie überhaupt damit umgeht als Mensch. Das Ganze war mega gut zu lesen, es war super spannend. Die Kapitel waren relativ kurzatmig, weil da auch immer irgendwie ganz viel auf einmal passiert ist. Also ich weiß noch, dass wir wirklich oft nach so einem Abschnitt gesagt haben, so, was war das denn jetzt alles? Und das erstmal so auseinanderpuzzeln mussten, was da jetzt wieder alles passiert war. Und ich sage euch ganz ehrlich, das Ende. Also das fanden wir wirklich krass und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie da jetzt wieder alle irgendwie rauskommen sollen aus der Nummer. Also das ist schon jetzt krass irgendwie, was das Ende jetzt so mit der ganzen Geschichte, die davor war, gemacht hat. Das ist auf jeden Fall sehr krass gewesen, fand ich. Und ich bin gespannt, wie das jetzt
aufgelöst wird. Deswegen, wir wollen auf jeden Fall den zweiten Teil auch lesen, auch gerne zusammenlesen. Und ja, da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf, was da jetzt noch kommt. Ich habe dem ganzen Buch 4 Sterne gegeben. Es hat mir sehr gut gefallen, das zu lesen zusammen mit Pixelina. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Trotzdem ist es jetzt nicht die allerbeste Fantasy-Geschichte, die der Planet hat. Aber es war eine super gute Geschichte. Und es hat einfach nur ein ganz kleines bisschen zum Highlight gefehlt. Deswegen konnte ich die 5 Sterne nicht geben. Aber 4 sind auf jeden Fall locker drin. Wir kommen zu einem weiteren Buch, das auch nicht auf irgendeiner Leseliste stand. Und zwar habe ich dann von Karen Rose Dornenspiel beendet. Das ist ein Thriller und das ist der 3. Teil der Dornenreihe von Karen Rose. Das stand auch auf keiner Leseliste. Ich hatte einfach Bock drauf, das weiterzulesen, weil das Dornenmädchen, der erste Band davon, ja letztes Jahr für mich ein Riesen-Highlight war. 5 Sterne, Deluxe, einfach mega geil. Und deswegen möchte ich die Reihe jetzt so nach und nach weiterlesen. Das hier ist der 3. Teil Dornenspiel und da geht es um den verdeckten Ermittler Griffin Davenport und der wird von einer Undercover oder ist als Undercover-Agent in einem Menschenhändlerring unterwegs gewesen und er trifft auf die FBI Special Agent Agentin Kate Coppola. Und die beiden müssen jetzt gemeinsam ein paar Schwierigkeiten entgegensehen. Ich möchte jetzt gar nicht so viel spoilern, weil das natürlich sich alles auch aus dem 1. und 2. Band so ein bisschen ergibt. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mir die Bücher von Karen Rose, so langsam weiß ich, wie sie funktionieren. Das erste Buch, Dornenmädchen, hat mich richtig geflasht. Fand ich mega geil und jetzt mittlerweile habe ich verstanden, wie Karen Rose Bücher aufgebaut sind. Trotzdem sind die Fälle immer noch toll. In diesem Fall sind wir immer noch auf der Jagd nach Menschenhändlern. Es geht auch wirklich um sehr grausame Machenschaften und Online-Videos sehr verstörender Natur. Und das ist definitiv ein sehr, sehr spannender und auch sehr spannender Fall und ein sehr krasses Thema. Trotzdem kann man so ein bisschen vorhersehen, wohin die Reise zumindest mit den Protagonisten geht. Das funktioniert immer sehr, sehr ähnlich, finde ich. Das ist schade, dass Karen Rose mich da jetzt irgendwie nicht mehr so überraschen kann, wie es am Anfang passiert ist. Das Coole ist, dass man immer in der gleichen Welt bleibt. Also wir sind immer noch irgendwie in der Nähe von Cincinnati. Es ist immer noch die gleiche Gruppe von Menschen, die da immer wieder drin auftaucht. Man hat so ein bisschen dieses Heimatgefühl, weil man so weiß, wer ist das? Und weil man alle diese Menschen so immer wieder trifft und die halt auch sich natürlich weiterentwickeln. Das macht Spaß. Aber ich finde, wenn jetzt nicht die Fälle selbst und die Wendungen darin wären, dann wäre es halt nicht mehr so spannend, weil man einfach schon weiß, was mit den Protagonisten passieren wird, so ungefähr, sage ich mal. Natürlich gibt es da immer noch Nuancen, aber ich finde, das wiederholt sich alles doch sehr. Und deswegen kann ich auch keine 5 Sterne mehr geben für dieses Buch, sondern ich gebe noch 4. Nach wie vor super Schreibstil. Es gefällt mir immer noch gut, das zu lesen. Die ganze Romance-Geschichte nutzt sich irgendwann so ein bisschen ab, aber die Fälle sind trotzdem sehr, sehr krass und auch sehr, sehr gut gemacht. Und es ist definitiv sehr spannend zu lesen. Immer noch eine große Empfehlung von mir, aber sie überrascht mich nicht mehr so wie am Anfang. Deswegen geht die Sternezahl ein bisschen nach unten. Jetzt geht's mal los, dass ich mich an meine Leseliste gehalten habe. Und zwar habe ich ja zum Geburtstag ein Buch bekommen von Franzi Kopka, Game Show, der Preis der Gier. Und dann habe ich bei meinem Zettelziehen für den Lesemonat Glück gehabt, denn es kam der Zettel ein neuer Autor oder eine neue Autorin. Und Franzi Kopka habe ich bis dato kein Buch von gelesen gehabt. Deswegen habe ich mir das dann sofort geschnappt, weil ich richtig Bock hatte auf diese Geschichte und das zu lesen. Ist mir schon öfter mal bei Instagram oder BookTube untergekommen und deswegen hatte ich richtig Lust, das zu lesen. Es steht auch noch auf meiner 24 für 2024 Liste, weil ich wirklich dringend gerne das Buch lesen wollte. Das heißt, es waren 20 Fliegen mit einer Klappe und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass das mir das Leselistenglas so serviert hat. Also, das Buch Game Show, da geht es um ein sehr interessantes Spiel, muss ich mal sagen. Und zwar sind wir im Jahr 2126. Und da lebt die 17-jährige Cass und die hat eigentlich ein super gutes Leben. Sie ist in der gehobenen Gesellschaft unterwegs, sie hat viele Privilegien, sie hat Geld, sie kann sich leisten, was sie möchte. Aber diese ganze Welt hat so ein bisschen ein Problem und zwar ist es so, dass man
dass quasi der Frieden in der Welt aufrechterhalten wird, dadurch, dass es so eine Art Klassengesellschaft gibt und auch Spiele, die quasi ja, den niedrigeren Klassen dann quasi die Möglichkeit geben, sich hochzuspielen in die höchste. Und Cass ist jetzt eher so in der oberen Gesellschaft unterwegs. Sie gehört jetzt nicht zur obersten Klasse schlechthin, aber sie hat halt trotzdem ein sehr gutes Leben. Wenn man reich ist und wenn man das Geld hat, muss man aber zwangsweise Wetten abschließen auf eben diese Spiele, wo diejenigen, die quasi verloren haben in der Gesellschaft, spielen müssen. Und man muss dann quasi eben darauf setzen, ob eine gewisse Person bei den Spielen eben gewinnt oder nicht. Und so muss man halt seinen Teil dazu beitragen. Und es gibt da eben dann auch natürlich die Möglichkeit zu verlieren. Und wenn man halt zu hoch verliert, kann man auch abrutschen in diese niedrigeren Klassen. So, bei Cass ist es jetzt so, dass ihr Vater schon seit jeher versucht, zur obersten Gesellschaftsklasse zu gehören. Und er ist jetzt wirklich mittlerweile sehr skrupellos und möchte jetzt alles, was sie haben, auf einen gewissen Ausgang eines Spieles setzen, damit dann die beiden endlich ihr Ticket in die oberste Klasse gewinnen. Die Mutter von Cass hat die beiden schon vor längerer Zeit verlassen und deswegen sind die beiden jetzt auch wirklich allein unterwegs. Ihre beste Freundin hat tatsächlich jetzt den Absprung geschafft und wird in die höhere Klasse kommen. Das Ding ist, dass man sich dann nicht mehr wieder sieht, weil die oberste Gesellschaftsklasse wohnt außerhalb. Die sieht sie dann nicht mehr wieder. Das heißt, für sie ist das ein sehr, sehr krasser Gedanke, sich darauf einzulassen. Aber sie macht es dann, weil sie gerne auch eben raus möchte aus ihrem jetzigen Leben und eben ihre Freunde wiedersehen will, die es schon geschafft haben. Es kommt, wie es kommen muss. Der Vater verliert seine Wette und anstatt dass er dafür dann zur Rechenschaft gezogen wird, ist es sie, die dann ganz nach unten abrutscht und in dieser Game Show eben mitspielen muss. Und dadurch, dass sie natürlich zu der oberen Klasse gehört, wird sie auch von denjenigen, die schon länger eben dort unten in der Game Show unterwegs sind, erstmal auch nicht gut aufgenommen. Aber sie schlägt sich ganz gut und bekommt dann auch irgendwann Kontakt zu denjenigen, die da schon länger wohnen und die ihr dann helfen wollen, sich eben durchzuschlagen. Und sie trifft dann natürlich auch auf andere Spieler, unter anderem den Jax. Der ist der beste Gamer in der Arena und ja, gegen alle Umstände kommen die beiden so ein bisschen ins Gespräch und da knistert es auch so ein wenig. Und sie ja, lernt ihn dann kennen und wird dann von ihm auch in so eine Art ja, Bündnis reingeholt, wo eben die Spieler quasi sich gegenseitig unterstützen, um eben besser zu werden und eben aus dieser Gameshow auszubrechen und in die höhere Gesellschaftsklasse zu kommen. Das ist so eine coole Mischung aus Spiele und Le um Leben und Tod, auch so ein bisschen so Geheimorganisation, Spionage in Anführungsstrichen und definitiv gibt es auch um die Protagonistin Cass und ihre Mutter ein riesengroßes Geheimnis, was halt im Laufe der Geschichte immer weiter so ausgebuddelt wird. Man merkt halt sehr früh, dass irgendwas da nicht stimmt, aber man weiß nicht was. Und im Laufe der Geschichte kommt immer mehr so ans Tageslicht. Und das ist definitiv, finde ich, sehr, sehr spannend. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Man kann das auch super gut lesen. Die Kapitel sind nicht zu lang. Man kommt super gut durch. Es gibt immer mal wieder spannende so Wendungen, wo man dann denkt so, und dann muss man auf jeden Fall weiterlesen. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe es gerne gelesen und ich habe dem Ganzen dann 4 Sterne gegeben, weil mir das einfach super leicht gefallen ist, es zu lesen und ich die Geschichte auch gut fand und auch die Ideen da drin sehr interessant. Und ja, das war mal ein bisschen was anderes. Aus vielen sehr bekannten Tropes ein bisschen was zusammengemischt, fand ich richtig cool. Auch auf meiner Leseliste war dieses Buch hier, weil es aus meiner Challenge 24 für 2024 kommt. Von TJ Klune, Mr. Parnassusheim für magisch Begabte. Das hat mir mein bester Kumpel schon vor echt langer Zeit geliehen und hat gesagt, du musst das auf jeden Fall lesen, es wird dir so gut gefallen. Und trotzdem habe ich mich länger nicht rangetraut, es zu lesen, weil es halt so romanisch ist und ich ja doch oft irgendwie so ein bisschen so Spannungselemente brauche, um mich wirklich mit einem Buch auch erstmal anzufreunden. Aber ich wusste ja, dass er es toll findet und dass da wusste ich einfach, ich werde es wahrscheinlich auch toll finden. Und es hat ja auch Fantasy-Elemente drin, weil es geht hier ja um Linus Baker, der ist 40, alleinstehend, er lebt in einem kleinen Häuschen und sein Leben läuft immer sehr geregelt ab. Er hat so einen Tagesablauf, der sich immer wiederholt. Er arbeitet für das
für das Ministerium, für ein Jugendamt, für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher. Und er ist halt derjenige, der dann im Auftrag von diesem Amt dann sich die Heime, wo eben magisch begabte Kinder wohnen, anschaut, ob das dann alles richtig abläuft, ob die Kinder vielleicht auch zu gefährlich sind, um mit anderen zusammen zu wohnen und so weiter und so fort. Und er muss dann quasi Berichte schreiben und er hat so ein richtiges Sesselfurzer-Beamtenleben, überhaupt nicht spannend, das sieht gar nichts einfach. Eines Tages wird er dann vom hohen Management dieser Behörde zu sich gerufen und das ist schon sehr aufregend, weil das passiert eigentlich nie, dass ein normaler Mensch quasi dahin darf und wird dann damit beauftragt, nach Marcias zu fahren. Das ist ein Ort am Meer und also eigentlich eine Insel, um dort das Heim, was sich dort befindet, eben anzuschauen und eben die Kinder, die dort wohnen, eben auch zu beurteilen und halt die Entscheidung zu treffen, ob dieses Heim jetzt bleiben darf oder nicht. So, dann fährt er eben auf diese Insel, was ja für ihn schon ein total krasser Move ist, weil er sich ja sonst nie von seinem normalen Trott irgendwie auch nur ein bisschen entfernt. Von daher kommt er dann auf diese Insel und er wird konfrontiert mit sehr interessanten Kindern. Also es gibt da ein Kind, das quasi der Nachfahre des Teufels sein soll und irgendwie sehr bösartig, es wird ihm unterstellt, dass er sehr bösartig ist. Es gibt ein Kind, das quasi aus ein bisschen so eine Glibbermasse ist mit Tentakeln. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Also dieser Fantasy-Anteil besteht darin, dass die Kinder alle ja dann magisch begabt sind und halt überhaupt nicht normal. Und das ist sehr, sehr spannend, was die für Fähigkeiten haben und wie die so drauf sind. Und dann gibt es noch den Heimleiter Mr. Panassos, der interessante Ansätze hat, mit diesen Kindern zusammenzuleben. Und ja, dann ist er jetzt halt auf dieser Insel und muss dort 4 Wochen bleiben und mit denen zusammenleben und seinen Bericht schreiben. Und er hat da gar keine Lust drauf, aber er weiß auch nicht, was ihn erwartet. Und so entspinnt sich dann eine super schöne Geschichte. Das ist so cozy, Leute. Das macht so viel Freude, das zu lesen. Da sind auch so, so wichtige Themen drin. Also es geht so ein bisschen auch in Richtung Rassismus, teilweise Vorurteile. Man erfährt halt wirklich, also es gibt einfach viele Punkte, wo man denkt, ja, das hat auch in unserer Gesellschaft genauso findet das auch statt, auch wenn es dann nicht um magisch Begabte geht. Aber generell ist es eben, dass da viele schwierige Themen auch behandelt werden. Es gibt eine queere Liebesgeschichte. Es ist einfach sehr, sehr süß. Ich finde alles daran irgendwie super schön und ich habe es so gerne gelesen und ich muss dem wirklich 5 Sterne geben. Es war ein absolutes Highlight und ich bin selber traurig, dass ich so lange gewartet habe, es zu lesen. Aber so ein Roman, da muss ich erstmal Bock drauf haben und ich bin froh, dass ich mich quasi überwunden habe, es zu lesen, denn es war wirklich, wirklich schön und ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung von mir. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war auch auf meiner Leseliste. Ich hatte den Zettel Sci-Fi-Roman gezogen und da habe ich dann auch Aurora erwacht von Amy Kaufmann und Jay Kristoff mir genommen. Das habe ich im Buchoutlet gekauft und da hatte ich auch echt Interesse dran, weil ich das auch schon öfter gesehen habe, so in Videos und es auch immer gut bewertet wurde. Ich wusste jetzt nicht so genau, wie mir das gefallen wird, weil die Geschichte ist schon ein bisschen wild, sage ich mal. Und zwar geht es um eine Space Academy, sage ich mal. Und Tyler ist halt super gut in dieser Schule. Er ist der Beste in seiner Klasse, sage ich mal, in dem Zweig, den er halt gewählt hat. Und er hat jetzt richtig Bock, dass es endlich losgeht, dass er seinen Abschluss macht. Weil wenn das passiert, dann kann er sich quasi, weil er der Beste mit war, kann er sich sein Squad aussuchen, also seine Gruppe von Schülern, mit denen er zusammen dann quasi so eine Einheit bilden will, um dann Aufträge später für diese Aurora Legion, so heißt das, zu erfüllen, also seinen Militärdienst dann quasi zu machen. Er kann aber die Nacht, bevor das losgeht, nicht so gut schlafen und deswegen macht er nochmal so einen Ausflug ins Weltall und findet dann ein Schiff, ein verunglücktes und bemerkt, dass jemand da drin noch am Leben ist und rettet eben diese Person. Aufgrund dessen schafft er es nicht mehr pünktlich zu diesem Auswahlverfahren und deswegen bekommt er nicht seine freie Auswahl, sondern muss mit dem Rest vom Schützenfest quasi Vorlieb nehmen und da würfelt sich ein total wildes Team dann zusammen. Seine Schwester und seine beste Freundin sind natürlich ihm trotzdem treu geblieben, aber der Rest von der Gruppe ist so ein bisschen wild zusammengemischt. Es gibt halt seine Zwillingsschwester Scarlett, das ist die Diplomatin, und es gibt Cat, die Pilotin, das ist seine beste Freundin, die halten zu ihm, die sind auch sehr gut in dem, was sie tun. Dann gibt es noch Sila, die Wissenschaftlerin, die ist so ein kleines bisschen dezent soziopathisch, sage ich mal, die hat nicht so, weiß nicht so, wie sie mit Menschen umgehen soll. Es gibt noch Finian, den Techniker,
Der ist tatsächlich auch sehr gut in dem, was er macht. Alle sind super in dem, was sie machen, aber sie sind halt sozial irgendwie ein bisschen abgehängt, entweder weil sie nicht wissen, wie sie mit Menschen umgehen sollen. Bei Finian ist das Problem, dass er früher eine Krankheit hatte, die ihn körperlich sehr beeinträchtigt. Deswegen hat er einen Exo-Anzug an, der quasi das dann überspielt. Aber trotzdem ist er natürlich im Militär sozusagen dann weniger gern gesehen als jemand, der halt körperlich gesund ist und diese Hilfsmittel nicht braucht, um zu funktionieren, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es noch Kalis, das ist ein Kämpfer und der gehört zu der Rasse, die quasi die Menschen angegriffen hat vor nicht allzu langer Zeit und deswegen wird er auch sehr verachtet, weil er quasi ja zu der Gruppe gehört, die eigentlich bis vor kurzem feindlich angesehen war. Ihr könnt jetzt schon hören, es sind nicht nur Menschen, sondern auch verschiedene Aliens unterwegs und Finian zum Beispiel ist auch ein Betrasker, also auch kein Mensch und da gibt es auf jeden Fall so spannende auch kulturelle Unterschiede zwischen den Leuten und es gibt auch einfach super wilde Geheimnisse im Hintergrund. Man weiß die meiste Zeit nicht so ganz genau, was das jetzt alles soll. Ich finde, es ist super spannend. Es ist cool, wie die Leute zusammengemischt sind. Es ist super cooler Humor. Also das ist wirklich lustig zu lesen auch. Man sieht halt immer alle Blickwinkel von all diesen Charakteren. Und man sieht dann auch immer, da sind sehr unterschiedlich geschrieben. Und das macht richtig viel Spaß. Bei Sila zum Beispiel, die halt ja nicht viel spricht, gibt es dann auch Kapitel, die nur zwei Sätze lang sind, weil mehr hat sie zu dem Thema nicht zu sagen. Und ich finde es einfach cool. Also es hat mir richtig Spaß gemacht zu lesen. Die Geschichte an sich ist super krass. Das Ende ist auch irgendwie dramatisch und traurig. Ich musste dann tatsächlich, Spoiler-Alarm, sofort weiterlesen. Also im nächsten Lesemonat werdet ihr den zweiten Band auf jeden Fall sehen. Und ich finde, das ist so Found Family par excellence. Es hat mir richtig gut gefallen. Die Dynamik zwischen den ganzen Protagonisten war einfach richtig geil. Die Geschichte um Aurora, das ist die Hauptdarstellerin sozusagen, die gerettet wird von Tyler am Anfang, ist richtig krass und ich bin einfach super erstaunt, wie gut es mir gefallen hat und deswegen habe ich auch 5 Sterne gegeben, weil das jetzt auch sehr überraschend ein richtiges Highlight von mir geworden ist. Und ja, absolute Empfehlung auch von mir, wenn ihr so ein bisschen auf Sci-Fi und so Weltallsachen steht, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Ist super cool geschrieben, kann man super gut weglesen und ist sehr spannend und auch sehr cool von dem Humor her. Das war mein Lesemonat Juni. Ich fand ihn sehr abwechslungsreich. Ich fand ihn auch sehr cool, weil es gab keinen Ausfall. In diesem Monat fand ich alle Bücher, die ich gelesen habe, gut. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich habe mich teils an meine Leseliste gehalten, teils nicht. Funktioniert ganz gut. Die Bücher, die von meiner Leseliste aber noch über sind, die behalte ich aber in einem eigenen kleinen Subregal. Das heißt, ich werde sie auch nicht vergessen. Deswegen habe ich auch nicht so ein schlechtes Gewissen. Diese Bücher sind trotzdem noch irgendwie anders in meiner Aufmerksamkeit als die anderen. Deswegen passt es schon. Aber es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht im Juni. Ich freue mich sehr über die Bücher, die ich gelesen habe. Und ich habe richtig Lust, jetzt im Juli weiterzulesen. Ich bin immer super happy, wenn Lesen mir so Spaß macht, dass ich einfach immer weiterlesen will und eine Leseflaute total unmöglich erscheint. Das ist im Juni auf jeden Fall passiert. Lasst mal gerne in den Kommentaren hören, wie war euer Juni? Was habt ihr gelesen? Ich freue mich über alle eure Inspirationen und vielleicht habt ihr ja auch die Bücher gelesen, die ich gelesen habe, dann freue ich mich natürlich über eure Meinung dazu. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da oder abonniert meinen Kanal und ansonsten habe ich hier auch noch 2 weitere Videos für euch. Ich hoffe, wir sehen uns direkt beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch bis dahin nur das Allerbeste. Tschüss!